Heute ist es etwas regnerisch, etwas kühl hier in der Wildschönau. Ein gutes, gemütliches Wetter für ein kleines Unboxing-Video, würde ich sagen. Also, schauen wir mal, was da drin ist. Jo, servus Leute, vor kurzem Feierabend gehabt, gerade heimgekommen von der Arbeit. Erstmal ein Feierabendbier, ein kleiner Schluck. Und ja, wir schauen uns jetzt mal gemeinsam an, wie das Messer hier drin so ist. Ja, ein Low Budget Knife wieder einmal. Gibt es wirklich mittlerweile viele interessante Dinge. Ja, die günstig, aber auch gut sind, haben auf jeden Fall ihren Reiz. So ein günstiges Messer hat natürlich eben seine Vorteile. Ja, wie gesagt, gibt es wirklich einige coole Dinge mittlerweile auf dem Markt. So, eins der meistgenutzten Messer seit einiger Zeit. Liegt einfach hier in der Wohnung vor allem an einem Tisch rum und immer griffbereit, ganz praktisch. So, Rechnung mal rausgefischt und also hier die Box. Ja, Ganzo Firebird und hier die Modellbezeichnung. Also von Schweden ist das eingetrudelt. Ja, Lieferzeit war völlig in Ordnung. Relativ schnell eigentlich, wenn man die Entfernung bedenkt. So, dann. Ja, auf den ersten Blick schaut es cool aus. Klingenzentrierung auch. Ersten Blick schön sauber, mittig zentriert und geil. Also das fühlt sich wirklich mega fein an, wertig an. Ich kann euch jetzt gar nicht genau sagen, ob das wirklich Carbon ist oder einfach nur G10 in dieser Optik hier. Ja, Deep Carry Clip eben, wie ihr seht, und umsetzbarer Clip. Ja, auf den ersten Blick mega sauber verarbeitet das Teil. Voilà. Zack. Sehr geil. Erster Eindruck ist ja einfach nur mega. Ja, D2 Stahl hat mich auch wieder mal gereizt. Ja, es ist schon ein robuster Stahl. Ich bin in keinster Weise ein Stahlfreak oder Experte oder sonst was, aber da hört man eigentlich nie etwas Negatives. Gut und günstig eben, D2 Stahl auch. Ja, und der erste Eindruck ist wirklich mega. Mir hat auch die Klingenform sehr gefallen beim Stöbern. Sehr feine, taugliche Klinge. Ja, Liner Lock steht ganz am Anfang. Zack. Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn wieder einmal. So. Die Dent ist etwas streng, aber mir ist es lieber, dass er auf der strengen Seite ist, also auf der lockeren natürlich. Geil, sehr, sehr geil. Ja, also das hat natürlich was, wenn alles so ist, wie man es sich erhofft hat, vorgestellt hat, erhofft hat und so weiter. Ja, Clip hat eine Top-Spannung.
alles tipptopp. Okay Leute, das war es schon vom spontanen Video. Ich hatte nicht erwartet, dass es heute schon eintrifft, umso besser natürlich. Es ist gerade eine leckere Thunfischpizza im Backrohr, die werden jetzt meine Frau und ich genießen. Gleich mit dem neuen Messer etwas schneiden, würde ich sagen. Pizza aufschneiden. Ja, es kommt natürlich demnächst wieder mal ein kleines Update-Video zum Messer, ein EDC-Update, was weiß ich, mal schauen. Leute, auf jeden Fall, wie erhofft, wie erwartet, wie gesagt, also besser kann der Feierabend nicht sein. Leute, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao Leute.